So, der Grill hat wieder neue Kohle. Jetzt werden wir uns dem nächsten Wein erstmal widmen. Das ist der La Crema. Das ist Sonoma Coast. Das wird jetzt nämlich zum nächsten Thema Burger ganz gut passen. Genau, da kommt was, schon diese typische Holznote. Ja, wir wollen nämlich Burger uns hier zubereiten, also als Hauptgang. Einmal vom Rind, ganz klassisch gehalten, und einen vegetarischen Burger mit Halloumi, verschiedenen gegrillten Gemüsen. Und dann haben wir heute verschiedene Soßen, die wir da einsetzen werden. Und zwar beim vegetarischen möchte ich von Bernebus, gibt es eine wunderbare Sauce Bernaise. Glaube ich, kann man das Ganze sehr schön in Fahrt bringen. Und den mit Fleisch werden wir ganz klassisch zubereiten, mit einem sehr guten italienischen Ketchup. Dann Tomate, bisschen Cornichons, Salat und Cheddar. So, und dann den Fleischburger, ganz klassisch mit Rind gemacht, werden wir mit Cheddar, Salat, Gurke und einem sehr schönen Ketchup, Sapori in Movimento, ein italienisches Produkt, was ich sehr schön finde, weil es eine sehr schöne Fruchtigkeit hat. Und das werde ich dann auch mit kombinieren. Also das heißt sozusagen diese zwei: vegetarisch ist der Bloody Beetroot und der klassische ist mit dem Tomatenketchup. Ich würde sagen, wir legen mal das Ganze auf den Grill, dass wir loslegen können. Einmal unseren Halloumi. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Variante, diesen Halloumi mal einzusetzen in einem Burger. Weil, wie gesagt, vom Grill, das passt gut und es gibt dem Ganzen einen schönen Biss. Und ich bin nicht so ein großer Fan von Ersatzburgern, sondern dann suche ich mir halt irgendwas anderes. Und wir haben halt sehr schöne, diese Auberginen. Ich habe die wunderbaren runden Auberginen aus Italien bekommen. Die vom Grill, das ist köstlich. Schöne Paprika und so. Ich finde, da muss man jetzt nicht unbedingt auf irgendein Ersatzeiweiß ausweichen. So, unsere Patties habe ich jetzt mit der Bornibus bestrichen. Da kommt jetzt erstmal etwas Kopfsalat drauf. Den breche ich mir so ein bisschen in der Mitte auseinander. Und darauf setzen wir jetzt unsere Patties. Was brauchen wir noch? Tomate kommt hier. Gurke. Kleine Spritze Salz. Und rote Zwiebel finde ich immer sehr wichtig. So, und den italienischen Ketchup gebe ich jetzt hier oben auf das obere Patty. So. Und das Ganze kommt hier drauf. Und für unseren Halloumi, da haben wir das gegrillte Gemüse. Da gebe ich so eine schöne Scheibe von der italienischen Aubergine drauf. Vielleicht etwas Paprika und unsere Zucchini, rote Zwiebel, auch hier. So, und Bloody Beetroot. So, wir können auch hier wieder eine kleine Prise Salz noch bewilligen. Gerade bei der Beim Beetroot haben wir natürlich eine gewisse Süße. So, sieht da herrlich aus. Jetzt würde ich sagen, besorgen wir uns noch ein paar Teller und dann lassen wir es uns erstmal schmecken.